Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dummerweise ist direkt am Ende der letzten Aufnahme das Spiel gecrashed. Und zwar vollständig, ohne dass ich vorher die Gelegenheit hatte zu speichern. Und der letzte Autosave ist von dem Moment, als wir in der letzten Folge hier das Silo gebaut haben. Wunderbar, oder? Ihr wisst, was das heißt. Ich muss leider nochmal die Sache hier eben machen, die wir beim letzten Mal schon hatten. Das ist etwas unangenehm, aber lässt sich jetzt leider nicht ändern. So, ich versetze den ganzen Kram hier rüber. Ja, da ist wieder noch das eine Ding. Das ist, glaube ich, ein Stück Straße oder so. Sie blühen auf. So, und wie hatten wir das jetzt hingestellt? Wir hatten das Silo daneben. Ja, wir müssen erst die andere machen. Da haben wir das Silo nämlich schon. So, Silo daneben und dann die Felder hier. So, okay. Das heißt, ich setze hier schon mal das Feld um. Okay, dann stehen die. Silo bauen wir gleich nach. Jetzt, wie hatte ich das ungefähr hingestellt? Es ist nicht wichtig, dass es genauso ist wie vorher. Sind ja frei in dem, wie wir bauen. Okay. Es ist jetzt ein bisschen anders, aber wir werden damit klarkommen. Und wir müssen noch eine weitere Farm bauen. Entschuldigt bitte den kleinen Aussetzer. So. Und da waren wir 4, 5 Felder. Okay, und die ist dann extra für die Silos mehr oder weniger zuständig. So, war schon das Feuer hier? Ja, die Feuerwehr hatten wir da schon gestellt. Okay, gut, das war immerhin schon. Dann müssen wir jetzt nur eben warten auf den letzten Ziegelstein. Dann können wir hier noch das zweite Silo hinbauen. Okay, erledigt. Sehr schön. Ah, die Handelskammer steht noch nicht. Gut, dann machen wir die jetzt auch noch eben. Wie möchte ich die denn eigentlich stehen haben? Wir hatten sie so rumstehen. Ich glaube, ich möchte sie so... Oh, jetzt fehlt uns wieder was. Natürlich die Ziegelsteine. Der eigentliche Grund, warum wir die Handelskammer überhaupt hinbauen. 5 Steinchen brauchen wir. Das muss jetzt schon noch sein. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Und der Bohrer rein. Gut, haben wir die Aufgabe erledigt. Ich ziehe jetzt die Straße hier auch noch runter. Sieht ein bisschen hübscher aus. Sehr schön. Genau, jetzt weiß ich, was ich noch gemacht hatte, damit die Wege hier nicht so weit sind. Zum Lager. Das hatten wir hier rübergestellt. Ist etwas effizienter zum Laufen. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unserer Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Was bitte? Wo?
Die alten Meldung mal kurz wegnehmen. Verbinden Sie Lagerhaus mit einem Lagerhaus. Moment, steht irgendwo eine Verbindung irgendwo? Haben wir irgendwo was unterbrochen? Es ist doch alles miteinander verbunden jetzt. Übersehe ich irgendein Lagerhaus? Moment, also hier ist die Verbindung. Die ist auch ununterbrochen bis da. Hier ist die Verbindung. Alles in Ordnung. Sonst wird ja auch ein Symbol drüber schweben. Verbinden Sie Lagerhaus mit einem Lagerhaus. Das ist ja jetzt wirklich aberwitzig. Ich könnte jetzt natürlich einfach mal das Ding hier nehmen, kurz wegsetzen und dann dran setzen. Aufgabendetails. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die hier vollgelaufen sind. Bretter, Bäume und so, dass die Kapazität einfach am Anschlag ist. Da kann ich aber jetzt auch gar nichts dran machen. Ich könnte die aufrüsten. Dazu brauchen wir aber mehr. Ja, ein Stein mehr, dann rüste ich das auf. Würde ich aber dann tatsächlich eins machen, was stark frequentiert ist, und das wäre am ehesten dieses hier. Ach, das kostet 20 zum Ausbau. Machen wir das erst am Hafen. Die Kapazität erhöht sich dann überall, soweit ich weiß. Wie lange wir warten müssen, um einen Ziegelstein zu bekommen. Okay, das war's. Jetzt haben wir wieder mehr Kapazität. An diesem Lagerhaus haben wir jetzt eine zusätzliche Laderampe, und die anderen Lagerhäuser profitieren aber auch von der höheren Kapazität. Okay, und das war dann auch die Erledigung der Aufgabe tatsächlich. Etwas unklar formuliert, finde ich, aber wir haben es ja jetzt erledigt. So, wir haben überschüssige Bauern, wir haben überschüssige Arbeiter, das heißt, wir schauen mal auf die Bedürfnisse. Am Monatsende bleibt noch was über. Ja, schön, wir könnten uns jetzt um Seife kümmern. Seife brauchen wir auch Schweinefarmen für, meine ich genau. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Okay, wir brauchen in der alten Welt, ja, okay. Wir brauchen zwei Siedereien. Für eine Vasenmeisterei. Für eine Schweinefarm. Dann würde ich sagen, hängen wir das hier noch mit rein. Bauen zuerst die Schweinezucht. Wir bauen auch hier wieder ein Silo dran, das wir uns jetzt noch nicht leisten können. Das kommt dann später. Halt, stopp, wir brauchen zwei Schweinefarmen. Zwei Schweinefarmen und zwei Vasenmeistereien für eine Siederei. So rum ist es nämlich. Okay, jetzt wünschte ich, hätte ich dieses Kontor hier aufgerüstet. So, zwei Vasenmeistereien.
und eine Siederei. Ein Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. So, und für die Siederei haben wir jetzt das Problem, dass wir Stahlträger brauchen. Und Stahlträger müssen wir sehr aufwendig herstellen. Brauchen wir auch relativ viele Leute für. Das heißt, die Seife zuerst zu machen. Nochmal drüber schauen? War leider nicht so gut. Jetzt schauen wir uns mal die Zeitung an. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Da ist alles. Naja, es ist eine gute Sache. Wir haben was Neutrales, weil ein Konkurrent eine Insel besiedelt. Und die Explosion bei der Schnapsbrennerei, die zieht uns jetzt hier 5 Zufriedenheit ab. Ist aber okay. Eines Tages wie Sie den meinen frohe Kunde bringen zu können. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich das alles wieder abreiße hier und wir erst die Stahlproduktion machen. Und ich fürchte, dass wir es so machen müssen. Versehentlich zu viel abgerissen. Okay. Jetzt haben wir wieder Stahlträger, 10 Stück. Und wir errichten jetzt zunächst einmal Eisenminen, Kühlerei, Hochofen und ein Stahlwerk. Und das braucht richtig viele Arbeiter. Geht aber nicht anders. Und danach können wir uns um die Seife kümmern. Bier für mehr Zufriedenheit könnten wir machen. Okay. Also. Stahlwerk 45, 30, 15, 30. Das heißt. Ja. Blöd. 2 Stahlwerke. Dann haben wir. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, wir machen es erstmal einfach. Wir bauen erstmal eine Eisenmine. Und für eine Eisenmine brauchen wir 2 Hochöfen. Und eine Kühlerei. So, wo ist das Eisen? Hier hätten wir eine Eisenmine. Hier haben wir 2 nebeneinander. Das ist perfekt. Ne, wir haben hier nur eine Eisenmine. Das ist ein anderes Vorkommen. Okay, leider keine 2 Eisenminen nebeneinander. Dann bauen wir eine hier. Ne, Entschuldigung, wir brauchen ja nur eine. Eine Eisenmine und 2 Hochöfen, also ist alles gut. So. Kühlerei 30, das 1. 2 Hochöfen und 2 Kühlereien brauchen wir also. Okay, dann bauen wir das hier hin. So. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Netter Spruch. Also. 2 Hochöfen auf eine Eisenmine. Und 2 Kühlereien.
Was fehlt uns jetzt? Wieder Ziegel. Ich hoffe, ich baue das richtig. Ich bin echt nicht sicher jetzt. Müsste eigentlich richtig sein. Und uns fehlen jetzt schon massiv Arbeiter. Wir können also gleich auf jeden Fall neue Häuser bauen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh nein, wo? Hier! Oh, verdammt! Nein! Das wollte ich gar nicht. Lass mich zurück auf meine Insel, schnell. So, Mist. Hier kann es auch brennen. In den Schweinestallungen? Ernsthaft? Jetzt finde ich die Feuerwehr natürlich nicht. Weil die bei den Bauern ist, so. Das trockene Heu brennt wie Zunder. Ist so. Ja, das liegt wahrscheinlich nur wegen der Lagerung des Getreides jetzt hier, oder? Aus Elefanten. Wofür bedankt Ahrens sich jetzt? Ja, das wird wieder nicht rechtzeitig fertig hier. War aber auch klar. Was hält sie zu uns? Das kostet auch immer alles noch mehr Geld. Aber was ich eigentlich machen wollte... Es mangelt an Arbeitskraft. Ist das hier? So, die beiden Kühlereien können hierhin liefern. Außerdem das Lehmvorkommen, das dann auch noch zwei Ziegeleien bekommt später. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein Stahlwerk. Nur noch. Und dann ist das Verhältnis nicht ideal. Aber da wir später nicht nur die Flammen wurden gelöscht. Mit dem Stahl, nicht nur Stahlträger, sondern auch meine Kanonen bauen, gibt sich das Verhältnis später wieder auf ein anderes Verhältnis. Das passt dann schon. Das kommt hierhin. Da warten wir jetzt eben drauf. Dann müssen wir ganz dringend Gebäude bauen, damit wir eben Arbeiter bekommen. Ich schaue gleich zuerst mal nach, wie viele Arbeiter in einem Haus wohnen können. Wir wissen ja, dass in einem Bauernhaus 10 Leute immer passen. Ich weiß aber noch nicht, wie viele Arbeiter in einem Arbeiterhaus leben können. Okay, jetzt stellen wir Stahlträger selber her. Jetzt schauen wir uns das mal eben an hier. Also. Ich hab nichts 20 dagegen. Leute. Und hier wohnen auch nur 16 drin. Es würden mehr werden, wenn wir hier halt eben die Bedürfnisse alle stillen würden. Aber da sind wir ja mehr oder weniger dran. Jetzt braucht man dank des Hochofens da 322 Leute. Also, jetzt brauchen wir jede Menge Bauernhäuser. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir alle Bedürfnisse auch noch stillen können. Da mache ich mir nämlich momentan schon Gedanken, ob das noch klappt oder ob wir dann
mehr Fischereien oder Schnaps oder, ja, Brot, alles könnte eng werden jetzt. Schauen wir einfach mal kurz drauf. Also Kleidung ist momentan noch mit Aufwärtstrend. Schnaps bleibt stabil. Das heißt, Schnaps wird wahrscheinlich das eheste sein, was wir anpassen dürfen. Das heißt, ich baue jetzt mal noch zwei weitere Kartoffelhöfe. Ist es Ihnen gestattet, mir zu dienen? Lieferaufgabe. Kommt gerade etwas ungünstig. Ihre himmlische Aura verblasst. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Unseren Farmen fehlen Nutzflächen. Das kann eigentlich nicht sein. Okay, so. Schnapsproduktion haben wir erhöht. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, Arbeitskräfte fehlen. Wo fehlen jetzt Felder? Hier sind alle da, da sind alle da und da sind alle da. Dann liegt es wohl eher daran, dass nicht genug Leute hier sind. Aber wir arbeiten ja dran. Wir leben hier an einem guten Ort. Ja, Fisch wird jetzt auch ein Problem, denke ich. Mal auch mal kurz ein Auge drauf werfen. Ja, Fisch nimmt noch zu, steht hier. Aber ich denke, ein weiterer Fischfangbetrieb macht schon Sinn. Und die würde ich jetzt gerne hierhin verlegen. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal die Leute reinziehen. Hier sind bisher nur 7 Leute drin. Das werden noch mehr. Die Bedürfnisse sind jetzt wieder gestillt. Jetzt müssen wir noch schauen. Zufriedenheit, ja, Zeitung. Da ist aber alles gut. Okay, das läuft. Da gehen die Zahlen auch gleich wieder gegen 0. Das heißt, da fehlt uns keiner oder Überschuss. Hier wird jetzt das Problem. Wollen wir jetzt natürlich hier 10 rausnehmen. Was ich jetzt mal hier mache, dann fehlen die natürlich wieder. Dafür kriegen wir 20 auf der anderen Seite. Das hier ist ein trauriger Fleck. Ja. Problem, die haben keinen Zugriff mehr auf den Marktplatz. Die haben noch, okay. Okay.
So, soll erstmal reichen. Brauche natürlich noch viel mehr, ist mir klar. So, da sind schon die Kanonen, das Bier, die Segeltuchmanufaktur, die wir natürlich auch brauchen, um Schiffe bauen zu können. Es geht insgesamt etwas langsam vonstatten, ich weiß es wohl. Wir sind viel zu wenige. Ja. Ich weiß. Wir machen hier nichts mehr. Ich werde diese Betriebe zunächst mal stilllegen. Und wir kümmern uns jetzt. Ach, hier ist noch keine Straße. Da auch nicht. Hab ich vergessen. Okay, jetzt machen wir hier erst die Lehmgrube noch. Beryl und O'Mara und Enharlow haben einen Waffenstillstand. Enharlow ist die Piratin. Da fehlt ein Stück Straße. So, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir irgendwelche Handelsverträge öffnen. Zum Beispiel mit Prinzessin King. Verträge, Handelsrecht. Es beschämt mich, ihn zu widersprechen. Okay, dann vielleicht hier. Unmöglich, hm. Also Beryl O'Mara ist uns ziemlich voraus. Militär und Wirtschaft, Wahnsinn. Aber das ist halt auch eine... Ja, also die sind alle einfache Schwierigkeit und diese hier hat schon 2 Sterne. Die ist also etwas anspruchsvoller, also etwas schwieriger. Etwas kompetenter geht sie zu Werke. Kompetenter auch als ich im Moment leider. Aber ich arbeite daran, dass es besser wird. Wir stellen im Moment ja immer noch die Grundbedürfnisse sicher. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine 2. Ziegelei-Manufaktur, sodass wir... definitiv da etwas schneller sein sollten. Jetzt gucke ich mal kurz bei den Zwischenprodukten. Kann ich das irgendwo? Da, Baumaterial. Ne, Moment. Rohmaterial. Wir haben halt extrem viel Holz. Das sammelte sich an, weil wir so viele Bretter hatten. Moment, wartet mal. Das Verhältnis bei Holz war doch 1:1, oder habe ich das falsch gebaut? 15 Sekunden, 15 Sekunden. Nee, nee, das passt. Okay, gut. Ja, das Eisen, das können wir jetzt nicht bewerten. Lehm ist genau bei 1, das ist ideal. Wir wollen ja kein Lehm haben. Das wird also 1:1 auch alles umgewandelt. Hier, denke ich, liegt es daran, dass wir so viele... dass das Bretterlager voll war und dann haben sich halt die Baumstämme auch angesammelt. Ist dann ja auch normal. So, wie sieht's beim Getreide aus? Da müsste Überschuss sein. Ist auch, weil wir ja die Schweinefarmen mit einer eigenen, mit Silos hier bestückt haben. Haben wir eine eigene Getreidefarm gebaut. Darum sollte auch immer ein bisschen Getreide da sein. Schweine sind reichlich da. Eigentlich zu viele. Fällt mir gerade mal auf. Ja, ist irgendwie klar, ne? Wenn die Produktion hier, boah. Gerade keine Produktion, schade. 200% Produktivität.
Das ist ja Wahnsinn. So. Dann könnten wir entweder noch zwei Wurstfabriken bauen oder wir bauen die Seife ohne weitere Farmen. Sparen uns die zwei Farmen, bauen einfach die zwei Vasenmeistereien und die Siederei. Haben wir zwar immer noch nicht genug Stahl für, aber wir würden auf einen Schlag viele Arbeiter kriegen. Wir kaufen uns einfach irgendwo den Stahl ein. Wir können das mal einstellen. Also, ich weiß nicht, ob der Handel hier auch so automatisch funktioniert, dass die dann zu uns kommen ohne Handelsverträge. Ich glaub's aber nicht. Wo ist eigentlich unser Schiff? Hier. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wollte sowieso schon die ganze Zeit die Bootsfrau hier auf unserem Schiff sockeln. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Kriegen wir einen kleinen Bonus. Und jetzt stellen wir ein, dass wir Stahl kaufen möchten. Kaufen. Und zwar, wir kaufen, wenn wir weniger haben als 30. Den Mindestbestand brauche ich eigentlich nicht. Okay. Okay, das wäre nur wichtig, wenn wir auch verkaufen wollten. Ei, ei. Ich gehe nochmal kurz in die Diplomatie. Es muss ja möglich sein, mit irgendjemandem einen Handelsvertrag hier zu kriegen. Hier ist unser Ruf ja eigentlich recht gut. Oder ist das... Nee, das ist ihr Ruf. Die 59. Wenn du das vorschlägst, dann vertraue ich dir. Wieso kriegen wir keine Handelsrechte? Das ist extrem schlecht. Seelen, die sterben würden, um zu leben, folgen mir. Einer, die lebt, um zu sterben. Das könnte echt ein Problem sein. Schönen Tag auch. Ich kenne das eigentlich nur so, dass man die Handelsverträge öffnet und dann läuft das wohl schon irgendwie. Aber wir kriegen keine Handelsverträge mit denen und ich bin nicht sicher, woran das liegt. Bin ich echt überfragt im Moment. So, wir rüsten noch ein paar Häuser auf. Erstmal so. Pass mal auf, wir machen mal einen Auftrag. Und zwar... Hier. Sie bietet uns ja was an. Mir Ordnung ins Chaos zu bringen? Ich schwebe wie auf Wolken. So, wir sollen Treibgut holen. Wir sammeln das hier ein. Und dann liefern wir es hier ab. Ich denke, dass wenn wir ein paar Aufträge für die erledigen, dass sie dann noch zum Handeln bereit sind. Hoffe ich zumindest. Sonst weiß ich mir nämlich auch keinen Rat.
Ah, Sir Archibald Blake hat Handel abgeschlossen. Genau, den gibt's ja auch noch. Stimmt ja, der hat uns Stahl gebracht. Hervorragend. Dann bauen wir jetzt die Seife, Seifenproduktion auf. Stimmt ja, den gibt's ja auch noch. Der ist ja mehr oder weniger neutral. Der hat hier unten seine Insel. Archibald Blake, Mensch. So, Schweine haben wir genug. Zwei Vasenmeistereien brauchen wir. Die stelle ich jetzt hier hin. Eins. Zwei. Und eine Siederei. So, war doch richtig, oder? Ja. Die brauchen 30 Sekunden, also brauchen die zwei von diesen hier, weil die eine Minute brauchen. Und die zwei Schweinefarmen haben wir extra, weil wir hier die extra Produktivität haben mit dem zusätzlichen Getreide. Und jetzt ist dieses Ding hier überlastet, weil hier viele Betriebe sind und die Laderampen dann nicht reichen unter Umständen. Das können wir jetzt aber durch Aufrüsten etwas entzerren. Okay, so, wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Neue Befehle? Hat das Treibgut bereits aufgenommen und fährt jetzt rüber, den Auftrag abgeben. Kriegen wir dann automatisch wieder auch eine Nachricht. So. Okay, Leute, ich denke, das soll für diese Folge mal reichen. Folgen sind ein bisschen lang. Liegt daran, dass hier so viel zu tun ist. Aber ich denke, ihr habt ja Spaß dran. Und mir macht es im Moment auch Spaß. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich hoffe gut. Ist natürlich immer ein Risiko, ein Spiel zu spielen, das auch schon, ja, ich sag's jetzt mal ganz salopp, die dicken Fische, also die großen YouTuber auch schon zahlreich abgedeckt haben. Das Risiko ist dann nämlich einfach, dass nicht genug Zuschauer bleiben für die kleinen Kanäle, wie ich es bin. Muss ich einfach mal spekulieren, dass das klappt. Naja, und wenn nicht, dann eben nicht. Okay, so. Halt, da fehlt ein Stück Straße. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.